Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Blitzrezept und zwar habe ich Thai Curry gemacht auf meine Art und Weise. Es musste mal heute ganz schnell gehen, deswegen dachte ich, ich filme mal schnell mit, damit ihr das mal seht, weil es gibt ja so Tage, wo man mal keine Lust hat zu kochen oder wo es zeitlich nicht geht. Da ist dieses Rezept echt ideal für. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe für das Curry 1 Kilo Puttenfleisch von der Keule benutzt. Ihr müsst beim Schlachter sagen, dass ihr das Keulenfleisch wollt, weil das schmeckt richtig gut. Das wird nicht so trocken. 400 Milliliter Kokosmilch, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel Ghee oder Butter, 1 halbes Glas von dieser Thai Currypaste, ca. 60 Gramm und 2x 120 Milliliter Wasser, also insgesamt 240 Milliliter Wasser. Als erstes habe ich die Ghee zum Schmelzen gebracht und dann habe ich das Puttenfleisch hinzugefügt und das so ein bisschen anschmoren lassen. Nicht intensiv irgendwie braun werden lassen, sondern einfach nur so ein bisschen angeschmort. Relativ schnell habe ich dann auch die Tomatenmark dazu getan und das halbe Glas von der Currypaste. Das habe ich dann mit 120 Milliliter Wasser so ein bisschen aufgelöst, damit das sich besser verteilt im Essen. Und das habe ich dann auch dazu getan, alles nochmal gut umgerührt und dann habe ich nochmal 120 Milliliter Wasser dazu getan und dann wird erstmal der Deckel zugemacht und das kocht dann so 5 Minuten. Nachdem es dann einmal richtig aufgekocht hat, so 5 Minuten lang, habe ich die Kokosmilch hinzugefügt, alles einmal nochmal gut umgerührt und dann habe ich den Deckel raufgetan und habe es 15 Minuten bei etwas schwacherer Hitze kochen lassen. Und das war's auch schon und fertig ist das leckere Curry mit Puttenfleisch und ich kann es euch nur empfehlen, es ist super lecker. Ich habe mir dazu ein paar Brokkoliröschen raufgetan und wer will, kann sich natürlich Reis oder so dazu machen. Das wäre bestimmt auch total lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Manchmal hat man ja keine Lust zu kochen oder es geht zeitlich einfach nicht. Da ist das eine wunderbare Alternative. Es ist nämlich blitzschnell und ruckzuck gemacht. Probiert es unbedingt mal aus und schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.